So Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Wir gucken uns heute mal Jumpstart an. Und ich habe einen Gast dabei, der kann sich diesmal selber vorstellen. Ja, hallo, ich bin Robin, auch bekannt als Gamery im Internet. So ja. Melde ich mich meistens. Ja, das ist doch ganz gut. Genau, wir gucken uns Jumpstart an. Jumpstart, ja, das Phänomen, was nie existiert hat dieses Jahr. Leider, muss man dazu sagen. Ja, das ist halt schon echt ein geiles Ding. Ich habe es auch tatsächlich spielen können, ja? Unter ungewöhnlichen Umständen. Okay. Und zwar, ich bin mir nicht sicher, wie es mit dem Shipment auf jeden Fall war, aber ein paar Läden hatten ja schon welche bekommen, wenn sie das vorher Events. Ja, genau, wenn sie irgendwie sowas gemacht hatten. Genau, da haben sie irgendwie so ein oder zwei Displays bekommen und dann war es das auch schon. Ja, genau. Weil ich war im Urlaub in Schweden. Oh, okay. Und dort in einem Laden, der tatsächlich ein paar Packs einfach verkauft hat, weil ich danach gefragt hatte. Und das war tatsächlich deswegen so witzig, weil ich halt mit meiner Freundin mit dem Camper unterwegs war und wir dann somit die Möglichkeit hatten, dann schön unterwegs ein bisschen Jumpstart zu zocken. Sie spielt kein Magic selbst. Ja, aber das ist ja das perfekte, ja, kein Problem. Genau, das ist der perfekte Einstiegs. Produkt eigentlich. Ja, das stimmt. Was haben wir jetzt für Packs hier? Wir haben Discard mit Tiny Bones. Ist natürlich Value schon drin von dem ganzen Ding. Und dann ein bisschen Removal, ein bisschen Discard. Ja. Auf der anderen Seite haben wir Vampires. Ja. Oh, Vito. Der ist, ist der noch teuer? Nee, wahrscheinlich nicht mehr. Ne? Ich glaube nicht mehr. Der ist ja auch in diesem Starterdeck drin, was man irgendwie so kaufen kann. Sogar ein Foil. Ja. Das zweite war Archäologie. Hm. Und hier ist noch Demonic. Demonic habe ich gar nicht mehr beschrieben. Ich glaube, das ist so ein rotes Selbstopfer. Vermutlich. Gedöns, würde ich jetzt mal davon ausgehen. Ja. Ich kann mal aus dem Nähkästchen plaudern. In Schweden haben wir vier Packs auch aufgemacht, so wie wir es halt jetzt gerade sehen, während wir hier in Match 1 gehen. Ja. Und zwar hatte ich Smashing, Goblins, Minions und Seismic, glaube ich. Okay. Also wir hatten drei rote Decks leider und halt ein schwarzes. Ja, das ist nicht so gut. Und überraschenderweise hat das Goblin-Deck gewonnen. Welches also Goblin-Deck war es? Das mit diesem nicht Muxus? Mit Maxis, sondern mit Cranko. Ich hab auch schon so ein bisschen gehört, weil Maxis ist ja komplett krass im Kreis. Ja, der ist ziemlich gut. Ja, noch nicht so schlimm wie dieser komische Elfisch. Diese Ein-Mana-Elf. Sind unkonterbar. Ich gucke an neuen Elfen-Videos, ich müsste den Namen eigentlich kennen. Mhm. Aber der Typ, der Dinosaurier züchtet. Ja. Genau. Der ist richtig krass. Aber Maxis hätte ich ja tatsächlich Bock wegen Commander so ein bisschen gehabt. Ja. Cranko passt natürlich auch gut rein. Cranko aber, passt gut. Ja, hier war es halt mit Tiny Leader, mit Tiny Bones. Tiny Bone, Tiny Leader, Tiny fast dasselbe. Kann man das auch mal eine wertvolle Karte und was war ein ungespieltes Format? Ja, genau. Ich muss mal kurz sagen, die goldenen Länder, die finde ich ja ziemlich geil, weil sie für zweifarbige Decks, zumindest in Commander halt sehr gute Ersätze sind für halt Dual Lands und so einen Quatsch. Ich finde halt genau im Zweifarbigen finde ich sie nicht so gut. Ja. Drei oder aufwärts finde ich sie gut. Stimmt, weil im Zweifarbigen könntest du auch Refugien spielen, die geben dir wenigstens noch ein Leben. Was ich bei den Teilen ein bisschen schade finde, ist, wenn du zweimal dieselben Farben bekommst, dann hast du einfach nur schlechtere Standardländer. Ja, das ist mir bei den, wir haben ja zwei Jumpstart-Events im Laden gemacht und da ist mir das auch passiert einmal, dass ich Mono-Wise gespielt habe mit ganz schlechten Ebenen. Ja, okay. Ja gut, das ist natürlich dann schade, wenn man quasi einfarbig ist, aber ansonsten finde ich es halt auch schön, weil ich glaube, in jedem Pack ist auch ein solches Land. Ja, genau, drin, in jedem Pack ist eins davon drin, in jedem Pack ist ein Spezialland drin, was nur für dieses Pack ist. Deswegen gibt es ja auch diesen Phyrexian Tower, der auf Phyrexianisch ist. Ach so, oh, das ist ja krass. Also wirklich ein Sumpf, der in Phyrexianisch geschrieben, genau. Ich dachte gerade mal, Phyrexian Tower, wo der Text in Phyrexian geschrieben wird. Man sieht den Turm nur von der anderen Seite auf diesem Sumpf. Das ist halt, deswegen komme ich da so drauf. Ja, aber das ist so ziemlich geil auf jeden Fall. Ja, vom Gameplay hier, du hast auf jeden Fall auf der einen Seite rot-schwarz, ziemliches Aggro-Deck, weil kleine Kreaturen, ein paar Buff-Zauber und dann hau ihm. Das kennt man ja nicht anders. Ja. Ne? Ich glaube, er hat auch hier dieses, dieser opfernden 5 Schaden auf der Hand für 2 Mana. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Wo du quasi eine Kreatur opfern musst und dann machst du irgendwie lächerlich viel Schaden beim Gegner. Das kann sein, das habe ich also, das passt auf jeden Fall zum Theme. Ja. Vielleicht sehen wir es ja auch gleich noch. Ja. Aber ich würd mir halt wirklich hoffen, dass es noch so einen zweiten Frühling, sag ich mal, für Jumpstart gibt, weil das halt wirklich ein ziemlich geiles, geile Idee auch ist, weil auch, wie gesagt, das ist perfekt für Wiedereinsteiger, weil so ein Produkt gibt es halt sonst nicht, wo du dir einfach ein Produkt kaufst und kannst sofort mit loslegen und da ist eine gewisse Varianz drin und starke Karten. Also ja, und du kannst das auch weiter verfolgen. Ich habe jetzt schon von Leuten gehört, die ganz gehypt gesagt haben, wir wollen einen kompletten Pool daraus bauen. Wir würden ganz gerne einen wie nennt sich das, so ein Cube
aufbauen. Ja, ja, mega. Ein Brettspiel die quasi. Waren, genau, ja. Ein Brettspiel quasi. Und die waren natürlich mega enttäuscht, wenn man da nicht drankommt. Ja. Tatsächlich hatte ich Ähnliches vor. Ich habe ja auch zum Beispiel Unstable gespielt. Ja, Chupacabra ist immer wieder geil, wenn man es Der ist zerstörende Kreatur, korrekt? Genau, 4 Mana zerstörende Kreatur auf einer 2-2. Ja, das ist schon das ist nicht schlecht. Eine sehr gute Karte, auf jeden Fall. Also nicht so gut, dass sie jetzt großartig in Modern oder sonst wo gespielt würde. In Commander habe ich sie tatsächlich gespielt. Ich habe sie jetzt in Historic auf Arena tatsächlich gespielt. Und da habe ich halt Mono Black mit Grey Merchant gespielt. Ja. Also Devotion. Und da hast du dann 2 Mana-Sachen drin, du kannst noch was wegnehmen. Ah, okay, ja, macht Sinn. Alles, was removed und permanent auf dem Feld bleibt, ist da in dem Fall auf jeden Fall gut. Ja, ja, das stimmt, das gebe ich dir. Auf jeden Fall. Gut. Da wurde der Typ dann in der Reaktion darauf abgeschossen. Mhm. Das heißt, nichts am Feld. Das ist natürlich für Discard, Artifact, Reanimate, irgendwas, was auf der rechten Seite ist, natürlich vorteilhaft. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, was ich noch gerade sagen wollte mit dem, dass das nicht so available hier war. Ja. Was mich mehr als alles andere tatsächlich wütend macht, ist auf YouTube sind Unboxings von Leuten, die keine Ahnung haben, dass man das spielen kann. Es gibt zum Beispiel manche Leute, die dann einfach nur aufmachen und dann sich komplett ärgern, oh, ist ja kein Value drin, was soll denn der Scheiß? Komplett wasted und so. Und ich denke mir so, Leute, habt ihr irgendwie nicht mitbekommen, dass das vielleicht kein Produkt ist, nur weil es in Boosterform ist, was zum einfach nur Cracken für Value da ist, sondern genau das muss und will gespielt werden. Also ja, genau, sehe ich. Für Value Cracken macht das überhaupt keinen Sinn, das sich zu holen. Also ja, wobei man kann da schon sehr viel Value rausmachen. Das liegt aber hauptsächlich an dem Unavailability, also dadurch, dass es halt nicht vorhanden ist. Klar, aber wenn es jetzt irgendwann mal in so einem Unlimited Reprint kommen sollte, wo es einfach immer im Laden ist, also da sich eine Boosterbox zu holen, um halt, weiß nicht, den Folder voll zu machen mit Value Cards, das ist halt dafür nicht gedacht. Nee, das passiert nicht, genau. Oh, nee. Ja. Ja, vom Gameplay hier, by the way, eine ganz coole Interaktion, und zwar ist oben der Archaeomancer drin. Mhm. Ich glaube, er heißt Archaeomancer, berichte ich mich bitte in den Kommentaren, falls es nicht so ist. Das ist einfach eine Kreatur, die, wenn sie ins Spiel kommt, Artefakte vom Friedhof zurück auf die Hand nimmt. Ah, nice. Und dazu siehst du eine Aether-Spellbomb auf der Hand, die sagt, für ein blaues kannst du eine Kreatur opfern, kannst du eine Kreatur zurück auf die Hand nehmen. Das heißt, du kannst Block, Bounce, Play, nimm die Das ist halt schon ziemlich krass, mächtig, was da in diesem Archäologie-Pack drin ist. Ja, man unterschätzt doch sehr leicht, wie stark manche Decks sein können. Ich weiß noch, du hast mir ja mal erzählt, bei der ersten Runde im Laden hier, wo auch mit Unearth und so ein Reanimator-Spiel gespielt wird, was super krass war. Und das ist halt nichts Teures, nicht für jahrelang Constructed oder so, einfach Packs aufgemacht. Und ja, Packs aufgemacht, direkt Spiel. Zocken. Das war halt großartig. Geil. Wir hatten Mono-White-Flieger mit Verzauberungen gegen Lifelink Vampires mit Reanimate Discard Shell. Also das war einfach großartig, was da rumkam. Richtig, richtig geil. Meine erste Runde hatte ich gegen Dogs. Oh, das war richtig mächtig, weil einfach so viele Lords in diesen Dogs-Packs drin sind. Das stimmt. Aber weißt du auch, die eigentliche oder die von Wizards empfohlene Spielweise ist ja tatsächlich nicht pro Spieler 2 Packs, sondern pro Spieler 4 Packs. Genau, damit man halt auch austauschen kann. Damit du wählen kannst. Genau. Was ich ziemlich geil finde eigentlich von der Idee her. Erst habe ich gedacht, ja klar, wollen die, dass du 4 Packs kaufst statt 2, halt, damit die mehr Kohle machen. Aber auf der anderen Seite macht es wirklich Sinn, die Wahl zu haben. Der Vampir ist gut. Er sagt immer, wenn du Leben kriegt er eine +1/+1 Marke. Ah, also quasi wie Johnny's Pride Mate, weil der schwarz. Genau, nur halt für 4 Mana 4/4, glaube ich. Oh, okay, das ist nicht schlecht. Gerade in so einem Format. Ja, genau. Ja. Jetzt kommt hier der Block. Und Bounce. Genau, Combo. Das ist wirklich eine hart zu schlagende Combo. Ja, das ist wirklich gut. Vor allem, wenn man halt immer nur mit einem quasi angreift. Aber kommt er jetzt wieder ins Spiel direkt? Oder, Nee, er wird dir auf die Hand genommen. Achso, du erklärst gerade eben, was die Interaktion ist quasi. Genau. Ja, das sieht das auch. Sieht man die hastigen Finger, die zeigen, hier, das macht das. Ja. Gut, von Lebenspunkten sieht es halt ziemlich gut aus hier für den Dominik mit 21 Lebenspunkten zu 13. Ja, das stimmt. Da hast du schon ein paar Schläge auf jeden Fall genommen. Ja, man sieht halt, wer das Agro-Deck ist, ganz klar. Auf der anderen Seite, wenn du diese Bounce-Geschichte auf jeden Fall da hast, dann ist, also bist du auf jeden Fall noch gut im Rennen, würde ich sagen. Also das Ding ist noch lange nicht durch. Ja, geht. Jetzt hier wurde jetzt eine Kreatur geopfert, um einen Schock zu spielen. Ach so. Okay. Und der Archaeomancer ist nur 3/2. Ich meine, er ist Archaeomancer. Tötet mich bitte nicht in den Kommentaren, weil es nicht so ist. Aber der ist halt nur 3/2. Deswegen. Ja. Vor allen Dingen, ich bin auch, was Jumpstart angeht,
wäre ich auch voll dafür, dass das so ein jährliches Produkt einfach wird. Ja. Du musst halt immer wieder neue, also brauchst du an der Verpackung nichts ändern, eigentlich nur die Karten, die reinkommen, einfach ändern. Genau, also du müsstest halt irgendwo zumindest an, doch, du müsstest an den Verpackungen leider was ändern, weil du müsstest dir anzeigen, welche Series es gerade ist. Ja, okay. Aber grundsätzlich bin ich voll bei dir, dass man halt sagen kann, so hey, das macht man einfach jährlich, nicht monatlich, monatlich wäre ein bisschen viel, aber das nach den aktuellen Politiken ging es. Das ist immer noch keine Secret Lair hier, ne? Das ja, das stimmt, stimmt. Da sehe ich was zum Spielen. Was? So was gibt es noch? Nee, auf jeden Fall hast du hier halt ein Produkt, was sehr, sehr viel Spaß bringt, wo du halt aber auch Erweiterungen immer reinbringen kannst. Dass man sagen kann, okay, ab jetzt gibt es, keine Ahnung, Spirits, Arcan, Spells und Spirits wieder da drin, oder? Ninja-Ratten, oder? Ja, genau sowas. Gerade, ich musste gerade daran denken, auch mit der Farbkombination aktuell im Standard zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gibt es ja die Rogue-Decks, die ja, sehr genau. großer Beliebtheit Rogue sind. Rogue ist da tatsächlich drin. Ach, ist da ein Rogue-Deck? Es gibt ein Rogue drin, das ist Mono-Black. Mono-Black, okay, ja. Und als Rare ist, glaube ich, dieser aus dem M21 drin, dieser 1-Mana-1-1er, der, wenn der Gegner 8 oder mehr Karten im Friedhof hat, +2/+1 und Lifelink oder sowas kriegt. Ach so, dieser, ja, der schwarze. Der Enforcer, oder wie der heißt, genau. Thieves Guild Enforcer. Ja, genau, genau, genau. Ja, der ist auch ziemlich, ziemlich stark. Ja, in so einem Format war der tatsächlich nicht so krass. Ja, ja, klar. Aber du hast auch so Sachen drin, wie zum Beispiel Gonti war auch drin in dem Pack. Ja, also konnte auch drin sein. Und Gonti ist da schon ziemlich mächtig. Wobei ich immer noch so ein bisschen hoffe, irgendwann mal einen Muxus rauszuziehen. Weil ich glaube, also zum einen ist es eine ziemlich starke Karte, also hauptsächlich in Historic, wie man es halt kennt. Aber ich glaube auch in Legacy wird er schon getestet. Ja, so. Zwischen 2 und 4 Stück. Das ist halt schon krass, ne? Also ein 6-Mana-Goblin, der dann, gut, du kannst halt gut rampen, ne? Mit. Man kann ihn halt in der ersten Runde, in der zweiten Runde mit einem Goblin Lackey einfach reinbringen. Der sagt halt, wenn der Gegner Kampfschaden so viel, kannst du irgendeinen Goblin noch starten, okay, das Spiel bringen. Quasi einen Jutsu für Goblin. Ja, genau, einen Jutsu. Goblin Jutsu. Ja. Ja, meine Lieblingsstory von Goblins ist einfach, von den Flavortexten her, ist einfach, unterschätze niemals unendliche Dummheit in unendlicher Anzahl. Das fand ich großartig. Und ja, glaube ich, ey. Ja. Ich finde es auch schön, weil zum Beispiel Goblins in anderen, anderen Universen finde ich eigentlich immer sehr nervig und schwierig. Zum Beispiel World of Warcraft, also super nervige kleine Viecher. Ja. In Magic, ey, ich, immer wenn in jedem Format, wo es ein Goblin-Deck geben könnte, würde ich ein Goblin-Deck spielen. Auf jeden Kann Fall. Ich verstehen. Ich liebe diese Teile, ey. Ja, ja, hier ist dann der zweite Akkyomancer, der natürlich wieder die Combo enabled. Die Verteidiger-Combo, das ist schon. Aber hast du die blaue Karte, den Arcanist, den hast du jetzt quasi mehrmals auch im Deck gehabt, ne? Diesen, der den Artefakt raussucht. Ja, ja, genau. Der ist 2-mal da drin. Ah, okay, alles klar. Weil das wäre ja auch noch eine Frage gewesen, ob jetzt quasi in jedem Pack auch mehrere quasi drin sein können. Es gibt ja verschiedene Listen davon tatsächlich. Es gibt, ich glaube, zum Beispiel Goblin gibt es, glaube ich, 2 Listen, Elfen gibt es 2 Listen. Ja. Aber es gibt zum Beispiel nur eine Five-Color-Liste. Five-Color? Es gibt Five-Color. Wo dann haufenweise Five-Color-Sachen drin sind und haufenweise Five-Color-Mana und. Ich dachte, die wären aber alle. Nein, die sind nicht alle Monocolor. Es gibt eben genau das Gegenteil, dieses Five-Color. Krass. Das ist eine mächtige Kreatur, die gerade geschoren wurde. Das waren da 2, 3 Lifelink. Ja, ja, Gifted Etherborn, ne? Ja, aus genau. Kaladesh. Genau. Aus Kaladesh-Block auf jeden Fall. Mit Death Touch. Gute Karte. Sehr, sehr gut. Und auch da wieder Devotion. 2 schwarze Mana. Kann man auf jeden Fall mal gerne spielen, wenn man in den Farben ist. Ja, man hat die auch schon 4 Stück auf dem Board. Ich weiß nicht, ob der Dominic in seinem Pack sowas wie den Grey Merchant hatte, glaube ich aber nicht, wenn es Vampire waren. Ja, ja wenn es Vampire ist, wahrscheinlich nicht. Aber ja. Gifted Etherborn ist auf jeden Fall eine sehr gute Vampirkarte, kann man auf jeden Fall so sagen. Okay, hier ist Spirit Ruins, das holt ein Artefakt aus dem Friedhof wieder auf die Hand. Ja. Aber das ist jetzt nicht mehr, also das ist nicht das Artefakt, was diese Combo enabled. Nein, das ist unten die. Die liegt die blaue. Liegt schon, genau. Genau, das hier ist ein Mana-Stein für 4 Mana, Tappen für 2 Mana, für 2 Mana Tappen, Opfern. Zieh eine Karte. Ah, okay. Das ist ein Discarder, der sagt, immer wenn er geblockt wird, muss der Gegner eine Handkarte werfen. Okay, krass. Das ist in dem Fall jetzt nicht so relevant, weil keine Handkarte vorhanden. Aber so, was du auf dem Board hast, ist auf jeden Fall schon mal mehr als Dominic. Und ich glaube, er hat auch keine Handkarten mehr. Wenn ich nee, gar nicht mehr. Also er lebt in seinem Topdeck. Hat sein Feuer verschossen in gewisser Weise, ne? Das ist halt der Nachteil. Du jonglierst aber auch nur 2 Länder, also von daher. Ja, natürlich, natürlich. Das Board sieht halt wesentlich impressive, also wesentlich besser aus. Das stimmt. Und ich bin halt nur ein Tiny Bones davon entfernt, unglaublich viel Damage zu machen. Ja, natürlich. Klar. diese eine Face-Karte bei 6 Sets, genau. Das ist immer das Wichtige. Genau. Auf der anderen Seite kann es natürlich sein, dass irgendwo bei Dominic noch ein richtiger Schadensspell drin ist, mit Opfern und so weiter, hat es ja gerade eben schon gesagt. Genau.
Wobei, den hat er mittlerweile gezündet. Der liegt, glaube ich, auch schon im Friedhof. Vielleicht hat er mehr davon drin. Ja, das ist ja teilweise möglich, ja, dass Karten eben zwei oder dreimal da drin, ja, sind. Ich weiß, du bist natürlich sehr fokussiert auf deinem YouTube-Kanal auf Papier-Magic, Tabletop-Magic. Ja. Aber es gab ja auch diese Version auf Arena, die ich auch sehr gerne, ja, genau, viel gespielt habe. Hast du die auch schon gespielt? Ich habe die tatsächlich zweimal gespielt. Mhm. Da fand ich es doof. Hab's ausgemacht und beiseite getan. Das lag tatsächlich an Arena selber. Okay. Weil dieses ich mache einen Booster auf, ich gucke nicht, was drin ist, mische es zusammen und spiele es. Ja. Das hast du da ja nicht wirklich. Ja, stimmt. Du musst die Deckliste dir quasi einmal durchklicken. Oder? Durchklicken, ja, 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 okay, genau. So. Und selbst wenn du wegguckst und durchklickst, ja, ja, hast du trotzdem das Problem, dass das Prinzip oder nochmal so ein. Ich glaube, jetzt wird gerade was gesacrificed, um wieder Schaden zu schießen. Irgendwas zu schießen. Ja. Ja. Auf jeden Fall hast du hauptsächlich das Problem, dass du bei Magic Arena die Leute irgendwann diese perfekten Packs zusammengesetzt hatten. Ja. Mit Mono Blue Mill und Mono Blue Tesseret oder, ja, so die ganz grausamen Kombinationen. Ja. Und man dann einfach mit, ich habe mal Spaß und klatscht zwei zusammen, einfach nicht weit kam. Das war ein Problem. Klar. Das hast du halt, ja, hier jetzt nicht, weil es gibt halt keinen Supply, als dass jemand so oft durchgucken, ja, könnte. Das stimmt. Und vor allen Dingen, das Ding ist halt auch, was ich halt so ein bisschen komisch fand auf Arena, dass das halt natürlich so ein paar Karten wie Lightning Bolt oder Path to Exile, die gab es halt einfach nicht in den Packs. Die wurden dann, ja, irgendwie ersetzt zu mit Glass Casket und Lightning Strike oder sowas. Ja, das fand ich auch ganz seltsam. Ist halt, wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, dass durchaus ja starke Plays in diesen Packs drin sein können. Ja. Und dass er halt jetzt dann so downgegradet wird auf so einem. Ich glaube, Reanimate ist auch nicht drin gewesen. Stimmt, stimmt. Also es wurden ein paar Änderungen. Ich glaube, es sind 5 oder 6 Karten, die halt nicht mehr in den Packs drin sind. Also das finde ich halt irgendwo schade. Klar, die wollen natürlich, ja, Historic bewahren quasi vor aus irgendeinem guten Karten, die nicht grün sind. Aber ja, im Endeffekt. Grün oder grün-blau ist voll okay. Das, ja, ist egal, was man damit macht. Ja, ja, genau. Also ist fast schon egal. Quasi Einmaler Hybrid, grün-blau, Exile Target Creature, you gain 5 life oder, ja, so. Ja, das ist okay. Irgendwas ist vollkommen in Ordnung. Sacrifice an Opponent Creature. Ja. Natürlich, klar. Gut. Ja, Burglar Red ist auch eine sehr schöne Karte, wie ich, ja, finde. Burglar Red ist sehr, sehr cool. Ich finde oben. Aber hier kein Value, weil er keine Handkarte hat, ne? Ja. Ich finde oben auch den Cyanid, oder wie der heißt. Der finde ich auch ganz cool. Ja. Das ist eine ziemlich große Kreatur, die, wenn sie ins Spiel kommt, eine andere Kreatur zurück auf die Hand nimmt. Mhm. Damit kannst du halt sowas wie den Archeonisten nochmal zurück auf die Hand nehmen und was anderes nehmen, als statt, ja, dass du die Combo aufbewahrst oder so. Ja, okay. Das ist nicht schlecht. Das ist generell, also muss ich sagen, ich war mit meinen Packs sehr, sehr, sehr zufrieden. Ja. Dominik aber auch. Das sieht man jetzt hier nur nicht. Okay. Also kommt noch quasi eine bessere Performance. Ich glaube halt so ein bisschen die Midrange versus Aggro-Krankheit quasi, dass wenn das Match zu lang geht, es halt sehr schwierig wird, für das Aggro-Deck da wieder zurückzukommen. Weil jetzt hast du halt mehr Value, du ziehst dir deine Karten, du hast ein größeres Board. Ja, wobei das Deck auch gar nicht mehr so viel aussieht. Ich weiß nicht. Ja, stimmt. Ja. Es sind ja auch nur 40 Karten. Genau, es sind nur 40 Karten. Und, ja, ich weiß nicht, wie viele Karten ich jetzt schon gezogen habe. Es sieht nicht mehr nach vielen Deck-Karten aus. Also, ja. Wenn es mehr als 10 sind, bin ich erstaunt. Ja, vielleicht ist auch dann auch das Match natürlich beendet, wenn man. Boah, dann muss ja auch Mill unfassbar stark sein dann in dem. Ja, ist es. Das andere Mal habe ich Mill Ramp gespielt. Oh, jo. Das war auch ziemlich, ziemlich gut. Also Outvalue und den Gegner noch. Also eigentlich würde der Discard und Mill am besten noch zusammenpassen. Ja, genau. Also das ist halt. Ressourcen wegnimmst und die Karten, die er dann ziehen würde, auch noch in den Friedhof packst. Ja, dann machst du halt nichts mehr. Das ist schon ziemlich gut. Ja, kommt noch mehr Land. Mehr Land ist nicht gut in dem Moment. Ja, das stimmt. Da sieht man den Demon, das Demon-Gebirge, wo er jetzt gerade seine Hand natürlich drauf hat. Ach so, da wo der Sumpf nochmal drauf liegt. Genau, wo der Sumpf drauf liegt. Ja. Genau, wo die Hand drauf liegt. Das ist der Demon-Gebirge. Ja. Und da oben ist der Archäologe. Das Archäologenland. Insel, genau. Ja. Die Insel. Ja, das finde ich halt auch ein bisschen schade, dass. Also eigentlich ist es ja irgendwo eine nette Idee, da so immer so ein einzigartiges Land mit reinzunehmen. Ja. Aber ich finde es halt komisch, dann nicht alle Basic Lands in diesem Design zu machen? Oder andersherum, wenn man dann sagt, okay, wir machen nur eins, warum machst du es dann nicht Full Art? Also, ja, damit es besser auffällt, sehe ich ähnlich. Ja. Aber ich finde es persönlich halt echt schön. Ja. Und gerade für Leute, die eben zum Beispiel jetzt Mill Commander spielen, ich weiß nicht, ob du die Mill-Insel gesehen hast, da ist der Mühlstein drauf. Ach so. Nachdem, ja, wurde ja das Mill, genau, bewertet, beziehungsweise benannt.
Und da ist dieser Müllstein oben auf so einer Insel am Müll und überall läuft Wasser runter. Nicht super schlimm. Schön. Oder bei den Drachen zum Beispiel, so ein Berg mit so einem Schatten, mit so einem Drachen drauf. Ja. Wenn die jetzt alle da reinmachen würden, wären das schon wieder okay. Ja. Aber halt nichts Krasses. Und hier hast du gerade die erste Runde dir gesichert mit dem Meteor-Golem, der hier noch eine Kreatur weggehauen hat. Und dann Liefel gemacht hat. Genau. Weil 10 Leben sind halt nicht viel. Also 10 Leben kriegt man halt schon runtergeprügelt. Gerade wenn halt einfach nichts da ist auf der gegnerischen Seite. Weder handkartenmäßig noch auf dem Board. Ja. Von daher. Erstmal ein Mulligan. Ja, natürlich. Ja, aber also wie gesagt, aber dann denke ich mir halt auch so, okay, wenn du dann so ein Millstone Island dann hast, es ist vollkommen cool und ich würde es auch komplett abfeiern, aber dann machst du doch Full Art. Also dann machst du auch wirklich geil. Das ist halt ähnlich. Also das Full Art hätten sie es machen können. Ja. Weil ich mag im Moment in meinen Ländern Mixed Match Länder reinzunehmen und dann entweder Foil oder Non-Foil oder auch mal gemischt, je nachdem, wie fancy ich mich fühle. Also wenn du ganz fancy bist, gehst du 8 Editionen White Non-Foil, Border. White Border, New Border. Also, das nimmt ganz viele Leute einfach raus, wenn du diese eine Gebirge oder so in diesem Artwork drin hast und das strappt. Die Leute gehen crazy. Da siehst du die Leute aus dem Fenster springen. Das ist super. Ich finde es halt noch besser. Ich habe letztens noch was gesehen, was sogar mich getriggert hat. Also ich bin White Border eigentlich komplett fein mit, dass man sie spielt. Aber hatte jemand quasi alte Karten gehabt, die White Border waren, aber dann mit so einem Edding den quasi schwarz nachgemalt. Also ich glaube, ich würde mir so ein Packen White Border Lands einfach holen, dann Edding noch schwarz nachmalen. So, ja, schwarz ist noch okay, wenn du es jetzt mit Gold oder mit Rosa oder so nach, mit Rot nachfärbst oder so. Ich alter ganz schlecht Karten. Also. Edding. Genau, mit Edding einfach drüber malen. Ja, aber auf jeden Fall diese Länder, also, oder halt man sagt halt wirklich, alle Länder sind halt in dem Sinne. Da bin ich auch komplett fein damit, dass es halt nicht. Ja, aber dann geht der Value halt ziemlich runter. Aber müssen die Value-mäßig was machen? Meiner Meinung nach schon, weil es ist halt was Cooles, wenn du so ein Pack aufmachst und es nicht wie jedes Draft-Booster von Zendikar Rising nur Bullshit ist, weil kein Value mehr drin ist. Ja, das stimmt. Ja, die Preise sind wirklich in den Keller gegangen. Ich habe heute Morgen noch geguckt nach so ein paar Sachen. Und selbst so Planeswalker, wie halt der neue Jace oder was ist da noch in dem Set? Die Nasa. Neue Nissa. Ja, genau. Nissa, ja. Und du denkst ja auch nur so, okay, krass, 1,50? Wow. Ja, und dann für die Special Arts 2 Euro. Ja, das ist wirklich, wirklich lächerlich mit den verschiedenen Formaten mittlerweile. Und deswegen finde ich das halt ganz cool, wenn du halt genau weißt, du willst 20 von diesen Inseln spielen. Du weißt ganz genau, da müssen 20 Packs für gecrackt werden. Ja. Ja, und zwar stimmt. 20 spezielle Packs für gecrackt werden. Ja. Hast du ein Lieblings-einzigartiges Land? Das ist das Phyrexian Swamp. Tatsächlich habe ich das. Die Leute werden mich verschlagen. Es ist die Ebene der fliegenden Kreaturen, weil du einfach eine weite Ebene siehst mit einem Baum, mit einem Nest, wo ein paar Vögel drüber sind. Ah, finde ich wunderschön. Ja. Ganz viele Leute finden es ultra hässlich. Ja, aber also das wäre bei mir. Ich mag das Plains mit dem weißen Hund. Das ist natürlich auch das Allerbeste. Gut. Ja. Also, wer da nicht, also das würde ich halt, wenn ich ein Mono-White-Deck irgendwie hätte, dann würde ich mir da, glaube ich, 20 von holen. Und dann einfach rein. Weil das ist so, da geht einem doch das Herz auf, wenn man das, selbst den Gegner, selbst wenn man irgendwie, keine Ahnung, der ist in Texas spielt und eigentlich schon, man möchte die Haare rausreißen, aber da ist so ein süßer Hund auf den Plains. Ja. Kann man schon gut brauchen. Und dem noch einen Zauberhut mit einem Edding aufmalt. Genau. Mit so einem Sticker, wie es früher gab, die immer an den Kühlschränken lag. Ja. So, hier ist eine Ein-Mana-Verzauberung, die minus X gibt, wobei X die Anzahl an Kreaturen in dem Friedhof sind von dem Spieler. Ah, okay. Ja. Und das sind halt aktuell so 0. Mhm. Aber das ist eine X1-Kreatur. Das bedeutet, wenn ich es irgendwie schaffe, die andere Kreatur loszuwerden, gehen beide gleichzeitig. Hast du quasi schon mal die Bombe quasi platziert, genau. Das ist schon mal gut. Gab es da nicht in Yu-Gi-Oh! So eine Karte, die man irgendwie ins Gegnerdeck geschoben hat und wenn die gezogen hat, ist sie explodiert Parasit oder so. Ja, genau. Das ist großartig. Halt genau sowas habe ich ja auch gemacht, nur so dass ungefähr. Ich das in einem coolen Magic-Spiel mache. Oh Gott, ja. Ja, das ist auf jeden Fall momentan noch nicht so viel. Also auch auf deiner Seite, wen hast du da? Den Discard. Den Discard, wenn er geblockt wird, gediscardet wird. Ja. Hemmt natürlich auch ein bisschen die Angreifer oder die Angriffe. Ja, hier haben wir den Demon-Typen. Die Face-Karte quasi. Ja, die Face-Karte. Unter irgendwelchen obskuren Bedingungen schafft die 1-1 Teufel zu kreieren. Die, wenn sie sterben, Schaden schießen. Ach so, ja. Also wie hier die von Tibalt, von dem Ja, genau, wie Spark, von, genau, von War of the Spark, dem Tibalt, sowas in der Art ist das auch. Es gibt ja in War of the Spark, glaube ich, sogar noch ein paar andere Karten, die das machen. Für 6 Mana kriegst du 4 davon oder so. Ja. Genau, und sowas in der Art ist das.
Ist es auch eine neu designte Karte für Jumpstart? Okay. Ja. Ich glaube, es ist, wenn du eine Kreatur opferst, kriegst du das Ding oder sowas war das. Ja. Oder immer das erste Mal so eine Kreatur opferst. Ja, also auch was für ein Sacrifice. Genau, für ein Sacrifice-Deck. Genau. Ich bin gerade am Überlegen, wie viele neue Karten quasi designt wurden, weil, also mir fallen natürlich jetzt so die hier Tiny Bones und Muxus, der Elf, so, das sind natürlich die großen, die einmal so in den Kopf direkt kommen. Genau kommen. Aber wie viele gibt es da insgesamt? Ich weiß, dass es noch den Blauen gibt, der Typ, der sagt, wenn du eine Karte millst oder mehr spielst du statt, das sind doppelt so viele, der ist auch neu. Ist das ein Legendary Creature? Das ist eine Legendary Creature, habe ich auch in dem Mill-Deck halt gespielt mit dem Ramp Mill. Ja. Ansonsten, ich glaube tatsächlich, dass einfach nur jede Farbe nur eine Karte gekriegt hat. Ich bin mir aber nicht sicher. Wäre ja auch sinnvoll, dann so ein Cycle quasi dabei. Wobei, kann ja nicht sein. Du hast ja einmal den Muxus und einmal ihn, den Devil. Also mindestens zwei für Rot. Ich habe kurz überlegt, vielleicht in jedem Archetypen quasi eine einzigartige Karte neu dazu bekommen zu haben. Weil zum Beispiel, es gibt ja den einzigartigen Goblin, aber nicht jedes Goblin-Deck hat den Muxus. Das ist korrekt, aber sowas wie die Flieger zum Beispiel, die haben keine eigene Karte bekommen. Hm. Und dann gibt es ja auch noch die Planeswalker, die ein eigenes Pack gekriegt haben. Da wurde ja auch keine neue Karte für designt. Stimmt, ja. Das sind ja auch theoretisch Archetypen. Ja. Und wenn du sowas hast wie Five Color, davon gibt es ja nur ein Pack und da hast du auch, glaube ich, keine neue Karte. Ja, okay, gut. Genau. Aber ist das tatsächlich auch noch was, was dann auch ein bisschen schwierig ist mit den Raritäten der einzelnen Decks, ne? Also gerade für jemanden, der das dann zu Hause so brettspielmäßig dann vorbereiten will und alle Packs quasi gesleeved haben will. Ich glaube, da muss man schon so eine ganze Boosterbox quasi aufmachen, um genügend einzelne Sachen zu haben, ja? Mehr. Wesentlich mehr. Okay. Das ist zum Beispiel das Phyrexian ist, glaube ich, das seltenste. Mhm. Und so im Durchschnitt habe ich Leuten hören Zahlen wie in jedem vierten Display. Wow. Ja. Weil ich meinte auch gerade so einfach so, dass man vielleicht mal so, ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche Decks es gibt, aber so 20. Ich glaube mehr. Online gibt es, wie gesagt, eine komplette Liste. Es gibt dazu. Die kompletten Listen auf jeden Fall. Aber ich glaube, es sind sogar mehr als 20. Ja. Allein die ganzen Planeswalker sind ja schon mal 5. Stimmt, ja. Also es ist schon viel. Die stelle ich mir auch irgendwie überdurchschnittlich stark vor in so einem Format, oder? Kommt drauf an. Basri oder so ist jetzt nicht so der Knaller. Aber ja, okay. Weil Basri ist einfach nie der Knaller. Aber sowas wie... Das ist halt erst Auftritt. Ja, genau. Noch Chancen auf jeden Fall, noch geiler zu werden. Darf noch wachsen, der Kleine. Ist gerade erst dazugekommen. Auf der anderen Seite musst du ja auch erstmal Gideon ersetzen. Das ist ja auch nicht das Leichteste, was man als neuer Planeswalker macht. Das ist auf jeden Fall, was man sagen kann. Und hier, das sieht nicht gut aus, by the way. Also mit 4 Lebenspunkten. Ja. Zerstörende Kreatur und der geht dann zum Handkrab. Moment, Gex hat den Drachen losgeworden. Das ist schon mal gut. Ja, wobei es halt immer noch sind halt immer noch Viecher übrig. Ja. Vor allem, ich bin halt gespannt, sollte es nochmal eine Revision von Jumpstart irgendwie geben mit neuen Decks? Ja. Inwieweit wäre das vielleicht sogar was, um Reprints im Umlauf zu kriegen? Wenn man jetzt so ein Tamagolf oder so oder rein. Wenn man jetzt eine gute, es schafft, das Ding gut irgendwie durchzukriegen, sagst du. Und nicht die Hälfte irgendwo zu vergammeln. Nee, genau. Das ist einfach, weil ich bin in letzter Zeit so ein bisschen am Gucken, weil es gibt ja auch die List jetzt in diesen Set-Boostern, wo halt eine Karte random, also eine Token-Karte wird ausgetauscht mit einer von einer vorigen Liste. Ja. Und da sind halt auch so Sachen drin, wie hier ganz viele, hier, der ist ja Eldrazi-Tempel und so. Ja, genau, so Sachen, relativ die alte Karten. Eldrazi-Decks quasi drin sind. Und ich denke mir halt die ganze Zeit, okay, inwieweit würde sich sowas wie Jumpstart, was ja, glaube ich, dann 6 Euro pro Pack oder so kosten? Ich glaube, irgendwas. Irgendwie sowas um den Dreh, 6, 8 Euro. Dann auch eignen, um da vielleicht hier und da mal so eine Value-Karte wie, weiß nicht, ein Golf oder vielleicht ein Limit. Mit einem richtigen Supply wäre das gar kein Problem gewesen, denke ich. Weil wenn man auch sieht, zum Beispiel das Reanimate aus dem Ding, geht halt auch runter. Und Reanimate ist nach dem Release auch ein bisschen runtergegangen. Ja. Du kannst es halt nicht so gut vergleichen, weil es halt keinen Supply hat, praktisch. Klar, natürlich. Dafür müsste es erstmal normal anlaufen und so. Aber offizieller Release, habe ich, glaube ich, noch gesehen, ist der 16. Oktober jetzt quasi gedacht. Ja. Wenn genug dann da ist. Du darfst aber tatsächlich auf Turnieren schon spielen. Okay, krass. Weil ich habe halt, ich wohne im Moment in Berlin und habe da ein paar Läden schon abgeklappt und immer nachgefragt und die sagen immer so, also wenn wir welche kriegen, Mitte Oktober. Ja, genau. Das ist auch so aktuell die Zahl. Große Problem, ne? Genau. Die Zahl, die genannt wird. Okay. Der Meteor Golem ist der auf deiner Hand? Der ist auf der Hand, der wurde halt vorgezeigt, weil er praktisch vom Friedhof die Hand genommen wurde. Verstehe. Und, da ist zum Beispiel auch ein interessanter Fakt. Dieses Artefakt, was in der Mitte liegt, diese Artefakt-Kreatur, die man tappen, opfern kann, um Schaden zuzufügen, auch die wurde explizit für Jumpstart gemacht, ist aber eine Ankam.
Also okay, nicht nur Rares ja. tatsächlich. Ja, stimmt. Und halt natürlich die Dual-Lands in Anführungszeichen. Die ja, genau. Die sind auch genau. quasi neu, aber ja, genau. Ich finde es halt sinnvoll. Also du hast ja auch in Unstable hast du ja auch zum Beispiel dieses Multicolored Land, natürlich silberbordert, was dann für Opfert eine für und noch eine Schaden andere dann macht. Auf den Devil. Ah, okay. Und dann fügt der Devil einen Schaden zu. Oh, du bist jetzt auch auf zwei, ne? Ja, zwei ist halt nicht viel. Genau. Aber vor allem gerade, wenn man so ein bisschen Burn-Optionen hat. Ja. Auf der anderen Seite kein Board mehr, ne? Kein Board und keine Handkarten. Das ist tatsächlich ja. der pure Top-Deck. Ist das Tiny Bone? Das ist Tiny Bone. Oh, wow. Kannst du mal gerade sagen, was der ganz genau macht? Er sagt, am Ende jedes Zuges, wo der Gegner eine Handkarte abgeworfen hat, zieht man eine Karte und verliert ein Leben. Okay. Das möchte man natürlich jetzt ja. auf zwei Leben natürlich nicht. Und er kann für 6 Mana tappen, kann er einem Spieler Schaden zufügen in 10 Schaden, ja. wenn er keine Handkarten, ich glaube sogar jedem Gegner 10 Schaden, wenn er keine Handkarten hat. Okay. Das ist also ziemlich gut. Das Problem ist, um diese 10 Schaden zuzufügen, muss man den Gegner eben zu discarden lassen. Ja, ja, klar, was eigentlich ein Vorteil ist, was cooles ist. Nur nicht, wenn man auf 2 Lebenspunkte ja, ist. Genau. Da ist das halt sehr gefährlich. Musst du Karten ziehen, wenn der Gegner Karten er sagt, oder ist das May? End of Turn. Okay, zieh eine Karte. Ja. Okay, das ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Ja. Ja. Aber das ist natürlich eine interessante Mechanik, auch gerade wenn es alle Spieler trifft, natürlich auch natürlich wieder für Commander. Ja, für Commander ist ja sowieso, also ist ja auch. Tatsächlich, das Interessante daran ist es ja, dass es wirklich ein Commander-Set irgendwo auch geworden ist. Mhm, ohne, ja. dass sie es wollten irgendwo. Ja. Also wahrscheinlich, naja, ohne, dass also sie es wollten. Designmäßig wissen sie ja schon, welche Kreaturen sie Legendary machen und welche nicht. Ja, also, das stimmt. Vor allem, wenn du die Decks ja auch angepasst hast. Also so ein Tiny Bones könnte ja auch einfach quasi non-Legendary sein. Das macht ja für Jumpstart nichts, weißt du? Ja, genau, für Jumpstart. Das ist ja sowieso nur einmal drin. Das würde ja eh nur Legacy ficken. Genau. genau, stimmt, Legacy. Wer spielt schon das? Ja, genau, komisches Format. Nee. Aber das ist auf jeden Fall ja, interessant natürlich dann, was alles mittlerweile rauskommt ja. für Commander auch. Mal wieder ein Gifted Aetherborn. Ja, hier Bounce auf den Phyrexian. Ja. Und da hat man auch schon die Combo wieder. Das ja. ist tatsächlich sehr, sehr mächtig, weil man halt wirklich, sobald man diese Spellbomb und den Typen findet, halt Infinite Blocker hat, ohne dass man den Gegner irgendwie Leben durch den Aetherborn oder so gibt. Und halt Death Touch, das wird natürlich dann auch verhindert, weil du ja, ja keinen wirklichen Schaden machst. Ja, genau. Das ist halt schon ziemlich gut. Ziemlich gut. Hier darf halt auch nur kein Direct Damage Spell in diesem Deck drin sein, tatsächlich. Ja, also kein Burn. Das sind auf jeden Fall zwei Länder. Ja, zwei Mountains sind nicht so gefährlich. Nee, ja. Aber trotzdem natürlich nachdenklich ein bisschen Karten flicken, Optionen ja, überlegen. Vor allem überlegen, ob man sie spielt oder nicht. Weil ja. Wenn man zwei Karten auf der Hand hat, ist es unwahrscheinlich, dass der Gegner die Handkarten komplett wegnimmt. Ja, das stimmt. Weil hier könnte es ja passieren, dass ein Bounce, Full Beat, Discard, 10 Damage mit Tiny Bones. Dann könnte ja. man auch überlegen, ob man die zweite nicht einfach auf der Hand lässt. Ah, ja. da war der Finisher. Ein Mana opfern Land, glaube ich, oder eine Kreatur, fügt 3 Schaden zu. Ja. Sehr schön. Das ist sehr gut. Und ihr macht jetzt quasi Best of Three. Wir machen Best of Three, ja. aber halt nur mit diesen 4 Packs, sag ich mal. Ja. Ohne Sideboard, genau. Ich hätte so ein drittes Pack als Sideboard. Ich hätte tatsächlich noch ein drittes Pack als Sideboard pro Person da gehabt. So wäre es nicht gewesen. Ja. Wow. Aber also es ist nicht Turnier gewollt quasi. Also, nee. Ja, okay, ich wollte schon sagen, das wäre ganz schön witzig, wenn ein Sideboard-Deck auf einmal so das wäre aber tatsächlich eine dritte Farbe hätte oder so. Und ich glaube tatsächlich, du solltest es für so Events, die ursprünglich stattgefunden hätten, mit diesem Pre-Release oder mit dem Release-Event, sag ich mal, ja. könnte man das theoretisch sogar machen, ja. Wenn ich es richtig im Kopf habe, wie das ablief. Das wäre natürlich. Also ich bin mal gespannt, weißt du, ob das quasi ein sanktioniertes Format auch wird? Sie wollten es als sanktioniertes Format machen. Es ist aber noch nirgends irgendwo ja. jemals irgendwo erschienen. Okay. Dementsprechend würde ich aktuell von Nein ausgehen. Also man könnte es jetzt nicht an FNM oder so spielen, ne? Garantiert. Also okay. wenn man da den richtigen Local Game Store findet, klar, garantiert. Im richtigen Local Game Store ist fast nichts unmöglich. Ja, genau. Deswegen sind Local ja. Game Stores auch was Tolles. Also manchmal, wenn Definitiv. Der Local Game Store cool ist. Ja, das stimmt. Aber das ist halt was, ich denke mir halt auch, das wäre halt ein cooles, coole Idee für größere Turniere, wenn sie dann irgendwann wieder ja. möglich werden. Für Side-Events und sowas. Ne? Ja, genau, halt für Side-Events so als, oh, das ist gut. Es gibt Live-Link und immer, wenn er Leben kriegt, eine +1/+1 mal, glaube ich. Ach so, ja. Das ist schon ziemlich gut. Ziemlich geil. Nee, und so für Side-Events, gerade für Grand Prix oder so, kann ich mir ja. das richtig gut vorstellen. 8 Leute, keine Ahnung, 24 Packs, jeder kriegt 3. Ja.
zwei stellst du zusammen, die anderen machst du. Der Nachteil, über den ich mich halt immer wieder bei Jumpstart beschwere, und der das Ganze auch sehr viel schwieriger macht, ist, die Rückseite der Frontkarte hat ein normales Magic Bag. Ja. Fast jedes andere Spiel wäre hingegangen und hätte auf die Rückseite einfach eine Kartenliste gedruckt. Ja, stimmt. Stimmt, dann hätte ja man die auseinanderbröseln können. Gerade ihr, wo ihr, zum Urlaub, ja, wo ihr jetzt im Urlaub wart, war das ja bestimmt nicht so einfach, die beiden roten Decks wieder auseinanderzubröseln. Ja, ja, genau. Da musste ich ja wirklich nochmal nachzählen, dass jedes Deck quasi aus 20 Karten besteht und dass sich alle Länder und verteilt dann hat. Muss man sich auch sicher sein, weil sowas wie Goblin-Futter, wie Drachenfutter produziert Goblins, also könnte es im Goblins drin sein, aber es ist im Drachen drin. Ja, ja, genau, ja. Weil es halt ein Dracheneffekt ist. Das stimmt. Und da fände ich halt so eine Kartenliste hinten drauf ganz cool, ja, wenn das sie das ja nochmal machen. Das ist ja auch so ein bisschen wie Keyforge, ne? Das ja, genau, ist ja genau dasselbe, genau, quasi. Genau, tatsächlich. Ist ja die was Grundidee genommen und auf Magic transferiert. Was lustig ist, weil Richard Garfield, der Original Magic gemacht hat, ja Keyforge erfunden hat quasi. Du glaubst nicht, wie viele Spiele Richard Garfield erfunden hat. Und gibt es eigentlich ein schlechtes? Also ich habe jetzt gehört, dass, glaube ich, dieses Online-Ding, Artefakt, ist jetzt quasi nicht mehr, das ist nicht mehr existent. Nicht mehr supportet oder so. Aber sonst King of Tokyo ist ziemlich geil. Ja, ja, das stimmt. Keyforge freut sich großer Beliebtheit. Ja. Und was auch immer er auch noch Carnival of Monsters ist, glaube ich, auch von ihm. Ah, okay. Also es gibt ganz, ganz viele großartige Spiele von ihm. Genau. Ja. Aber das ist auf jeden Fall dann schon sehr witzig, wo ich mir dann auch denke, die haben sich ja gewiss gedacht, okay, Keyforged, was soll das, soll eine Konkurrenz zu Magic sein? Wir machen unser eigenes. Das können wir besser. Genau. Und dann vergeigen sie es. Ja, ja, obwohl sie ja für das Koma, war mächtig. Was passiert? Ich habe gerade hingeguckt. Es waren zwei Zweier, der angegriffen hat. Ja. Und wenn er geblockt wird, muss der Gegner eine Kreatur opfern. Und Dominik wollte unbedingt seine Verzauberung triggern, dass wenn eine Kreatur stirbt, er bis 1-1 Marker kriegt. Ja. Und hat deshalb geblockt und musste deshalb noch eine Karte abwerfen. Oh wow. Und dann kam eben die Verzauberung, die sagte, okay, die Kreatur kriegt minus X bei, für jede Kreatur im Friedhof. Ja. Und damit habe ich einfach 2-4 getradet. Krass. Das ist ordentlich auf jeden Fall. Gerade in so einem Matchup. Richtig guter Tausch. Ist das ziemlich, ziemlich gut. Ja. Aber hier mit 21 Leben, das ist schon viel. Und wieder die Combo tatsächlich auf der Hand. Ja, das ist ziemlich, ziemlich häufig. Ich glaube, so ein 40-Karten-Deck nicht unwahrscheinlich ist. Ja, und vor allem, wenn die eine Karte halt zweimal drin ist. Ja, stimmt. Ja. Wobei es nicht die Combo. Da fehlt noch die andere Bubble. Das ist ja nur so ein Kartenzieher-Ding, fällt mir gerade auf. Also dir fehlt das andere Artefakt. Also, genau, das andere Artefakt fehlt. Aber mit dem Artefakt, was du jetzt geholt hast, kannst du dir quasi das nächste potenziell halt was ziehen, was halt dann die Combo wieder enabled. Ja, das stimmt. Ja. Das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Auf jeden Fall. Da ist wieder der 3-Damage-Spell, wenn du ein permanentes opferst oder ein Land. Ist natürlich was Gutes, wenn du Kreaturen hast, die, wenn du sie sacrifice, nochmal einen Effekt haben. Ja, genau. Wie dass sie nochmal Eigenschaden schießen, dann hast du halt so ein Sacrifice für extra Schaden, macht dann noch mehr Schaden. Aber ja, genau. Heißt natürlich auf der anderen Seite, wenn man keine Permanenten hat und keine Kreaturen, dann ist es halt auch eine tote Karte auf der Hand. Ja, genau. Also ich glaube, hier muss man auch mit dem rot-schwarzen Deck muss man auch vorne sein und dann auch durchfeuern. Also da darf man keine schlechten Trades bekommen, weil man sonst halt ganz schnell ohne Board und ohne Hand da steht. Genau. Und dann kannst du halt dann auch fast schon einpacken oder musst du halt nicht top-deck kaufen. Oder ist jetzt gerade die Ding von der Top gewesen? Oh, nice. Die andere Bubble, sag ich mal. Die Other Spellbomb. Plus noch der zweite. Das ist schon ziemlich gut. Ja. Das wäre die Artefakt-Kreatur, richtig? Artefakt-Kreatur, genau. Und wenn der ins Spiel kommt, bounced er eine andere Kreatur. Ja. Und damit habe ich jetzt noch mehr Möglichkeiten, Artefakte aus dem Friedhof zu holen. Ja. Er kombot nämlich auch damit tatsächlich sehr stark, weil selbst wenn er zerstört wird, kann man den Archaeomancer wieder spielen, den aus dem Friedhof nehmen, ausspielen und den Archaeomancer vom Feld wieder wegnehmen. Ja, das ist also verrückt. Da sind ein paar richtig, richtig krasse Interaktionen mit drin. Ja. Die vermisse ich bei der Kombination von Dominik ein bisschen. Mhm. Was vielleicht daran liegt, dass es gibt ja Kombinationen, die besser miteinander arbeiten und Kombinationen, die schlechter miteinander arbeiten. Wir hatten zum Beispiel einen, der hatte Big Boys und Dragons. Der hatte, glaube ich, zwei Zauber drin, die er bis Runde 6 spielen konnte. Okay. Das macht halt keinen Spaß, wenn du erstmal 5 Runden lang da sitzt. Ja, klar, natürlich. Land go, land go, land go. Aber das wird ja dann wahrscheinlich, also wenn ihr euch dann irgendwann ein paar Packs schnappen könnt und die vielleicht für den Heimgebrauch nutzt, dann halt mehrere Sachen zur Auswahl stellen, wo man dann so ein bisschen das kontern kann. Genau, oder halt einfach eine Möglichkeit haben, mit einem dritten Pack dann eben das auszubalancieren, genau. Das ist halt die Idee. Genau.
Aber das ist auf jeden Fall. Reanimate-Spell. Oh ne, er ist nur auf die Hand zurück. Okay. Oh, das ist ja auch schon mal was. Also gerade bei zwei so Kreaturen sogar. Limitiertes Format ist es auf jeden Fall. Es scheint mit zwei Kreaturen zurück auf die Hand, das ziemlich gut. Ja. Gerade wenn du gegen ein Deck spielst, was dir deine Ressourcen einfach wegfrisst, eigentlich. Ja, das. Von daher. Und es macht die kleine Kreatur da oben mit dem kleinen Würfel noch kleiner. Ja, das stimmt. Dann das Troy Discard. Also er muss jetzt eine Discarden und du ziehst eine Karte raus? Nee, Destroy Discard heißt zerstört. Ach, Destroy, okay. Destroy, ja. Discard, genau. Ich hab schon Draw. Nee. Sechs Mana Draw Card, Discard Card klingt nicht nach einer guten Karte, selbst für Jumpstart nicht. Nee, nicht wirklich. Aber sechs Mana zerstörende Kreatur, der Gegner muss discarden und dann schwingen mit dem Team. Crew geschwungen. Ja. Runter auf 5. Und vor allem, wenn man jetzt überlegt, wer hier das Aggro-Deck eigentlich ist, das schon ziemlich gut. Ja, davon halt zurückzukommen, ich denke mal, auch diese Packs sind halt auch Sweeper Light. Ja, ich glaube, da ist nirgendwo ein Mass Removal drin. Ja. Und selbst wenn, ist es dann irgendwie bei 6 oder 8 Mana. Wenn man hier jetzt ein Land sieht, kann man sogar Double Bounce mit der Aether Spellbomb machen. Oh, wow, okay. Weil zwei Mana für Spielen Bouncen, Archaeomancer, Spielen Bouncen. Ja. Und dann ist auch schon Lethal, was du da hast, ne? Ich glaube ja, alleine wegen dem Bounce. Ja. Also er könnte jetzt noch, obwohl er hat keine Handkarten mehr, Nomade, ne? Doch eine da unten liegend. Ach so, okay. Aber wenn das jetzt noch ein Removal-Spell sein sollte, käme er da vielleicht noch raus, aber sonst... Schwierig. Bounce Ding, Beat. Ich, vorbei. Interessant. Gerade nach der ersten Runde, die ja doch sehr knapp gewonnen wurde, sieht man aber, dass die ganze Zeit von der einen Seite gerudert werden musste, um irgendwas hinzubekommen. Ja. Sowas kann halt passieren. GG jetzt, ne? Genau, das ist 2-1 für... Discard, Artefakt, Reanimate, also Artefakt reanimieren. Artefakt-Kombo-Geschosse, genau. Irgendwie sowas. Genau. Ja, das war's zu dem Video. Danke, dass du dabei warst. Ja, sehr gerne. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.